gibt es dann etwas, was wir machen können, wenn wir diese Samen sind, okay, wir möchten in der Erde bleiben? Ja, also, ist es einfach. Ich finde, eben, man hat ja immer so Tage, wo man zweifelt, ist auch normal. Aber ich hole mir das Bild nach vorne. Ich bin ein bildhafter Mensch. Und wenn man ein Bild hat, hilft es mir zu verstehen, ich bin jetzt in dieser Phase drin und da gibt es keine Abkürzung, das ist einfach eine Zeitfrage. Ja. Und das hilft mir dann ein bisschen, mit meinen Gefühlen besser umzugehen, weil man muss ja die Gefühle, Gedanken lenken, sonst lenken sie dich, oder? Aber wenn ich sage, in der Berufung, sollen wir einfach warten? Der David hat ja nicht nur gewartet, er hat ja Kämpfe gemacht. Was könnte das sein in unserem Leben, wenn wir merken, wir möchten die Krone nicht selber aufnehmen, aber einfach Däumen drehen möchte ich ja auch nicht. Wie könnte das aussehen? Also zum Beispiel, David ging wieder zurück, hat wieder die Schafe gehütet, von da kam er schon. Das bedeutet, vor vielen Jahren hatte ich den Eindruck bekommen, ich werde die ICF Zürichkirche leiten. Das war so ein göttlicher Moment und dann habe ich Stühle aufgebaut, ich habe Worship geleitet, ich habe alles das gemacht, was ich schon vor dem gemacht habe. Und da war ich treu, hatte aber auch mit Leidenschaft das gemacht, obwohl ich ja wusste, Gott hat mehr vor. Ja. Es ist nicht, dass ich das leidenschaftlos mache, weil David hat ja dann für die Schafe gekämpft, hat einen Bär gekillt, den Löwen gekillt, das kommt dann nächsten Sonntag eben. Er hat schon Dinge gemacht. Er war nicht einfach passiv und hat gesagt, ich hüte die Schafe wieder, sondern hat jeden Moment genossen mit Gott. Aber es gibt einfach keine Abkürzung, das ist einfach mega wichtig. Also Wurzeln braucht einfach Zeit. Und was vor den Füßen von David war, hat er gemacht? Absolut, er hat sein Leben gegeben für die Schafe. Weil ob du Schafe leitest oder Menschen, ist der ehrlich? Ja, ich sage immer das Gleiche. Was war das Herausforderndste jetzt in deinem Warteprozess? Wenn ich mal zurückschaue, ich war in dieser Zeit, kam ich ins ICF, wo wir noch im alten Markt waren, dann in das neue Markt, dann das Güterbahnhof. Jetzt sind wir seit einigen Jahren im Samsung Hall. Was war das Herausforderndste zu glauben? Weil für mich warst du immer der Glaubensmann. Ja, ist natürlich so, wenn du eine Gemeinde leitest, bist du ja auch schon auch mitverantwortlich, dass du die Atmosphäre prägst, weil du hast ja dann keine andere Option. Also ich habe immer was von meinen Füßen legt. Ja, ich jammere nicht. Ich mache das Beste daraus. Für mich war der größte Challenge die Zeit, es war zu lange. Also, weil du weißt ja dann nicht, ist es 13 Jahre, ist es 20 Jahre? Das sagt Gott dir ja nicht. Also die Geduld, damit wissen wir ja, es war 13 Jahre. Würdest du wissen, es sind 13 Jahre, könnte man das einteilen? Du weißt es nicht. Also das Ungewisse. Ja, und genau das lässt Gott zu. Ja. Was hat dir geholfen, glaubensvoll zu bleiben? Ja, immer gewiss, Gott hat das Timing, das habe ich gewusst. Und Gott ist der Chef von einer Kirche. Gott ist der Chef auch von meinem Leben, von meiner Familie. Also er ist mein Boss. Das heißt, er kümmert sich für mich effektiv. Das ist für mich das Allerwichtigste. Eben, ich würde gewisse Dinge anders machen. Das ist meine Wahrnehmung. Aber zu wissen, Gott ist mein Boss, bedeutet auch, er weiß, was er tut. Obwohl ich es nicht immer verstehe. Du verstehst auch nicht immer alles, oder? Nein. Eben. Das ist super. Ich muss mir Bilder mir zurufen, damit ich nicht zweifle. Das weiß ich mal. Du brauchst Bilder. Eine Illustration, ein Bild, ein Bibelvers, ein Wort. Du musst etwas nehmen, wo dir wieder hilft, die Energie, wo du jetzt drin bist, zu nutzen. Vertrauen, hä? Letzte Frage. Was steht auf deiner Maske? Thank you. Thank you, danke. Hast du die bekommen? Habe ich bekommen von meinem Friseur. Ah, so gut. Ich konnte die Masken auswählen. Zwischen 12 Masken habe ich das genommen. Sehr gut. Hey, danke, Leo. Welcome. Freue mich. Noch. Bis bald.